Hast du noch Kontakte im Gefängnis? Hab schon gefragt, ob unser Mann in der Dusche ausrutschen könnte. Die sind dreckig, aber so dreckig auch nicht. Ich werde bald verhaftet. Natürlich. Warum verdammt machst du das? Dieser Zeuge, den wir suchen, er ist ein Niemand. Er war am falschen... Moment. Ich hab die nächste. ...Ort zur falschen Zeit. Er suchte nicht nach mir. Ich will ihn nicht töten. Ich will nur, dass er weiß, dass ich ihn überall kriege. Jederzeit. Was für ein beschissener Plan. Großartig. Ich suche mal eine Karte von dem Knast, dann führe ich dich, sobald du drin bist. Brauchst du was? Mein Handy. Gott, du hast ein Problem. Zieh mal den Stecker. Jordi, ich brauche mein Handy. Sie werden es einsacken, sobald ich drin bin. Ja, ich weiß, ich verarsche dich nur. Ich kenne da einen, der hat noch eine Schuld zu begleichen. Du kriegst dein Handy. Oh, solange ich mein Handy habe und schön twittern kann, ist halt geil. So, wo bin ich überhaupt hier? In Schale geworfen. Da bin ich mal gespannt. Halen Correctional Center. Vor kurzem haben die da alles erneuert. Mit Blooms neuester Technik. Netzwerklogs, automatisierte Überwachung. Säße der Typ in einem älteren Gefängnis, hätte ich ein Problem. Aber hier hat Bloom recht. Ihre Technologie erleichtert das Leben. Halt! Waffe weg! Runter auf den Boden! Hände hinter den Kopf, los! Los! Sag Jordi, dass wir quitt sind. Nicht bewegen. Pierce. Aiden. Never again. Smith! Immer noch hat er sein Smartphone draußen. Ey, das ist echt richtig. Umsehen. Moment, hört er sich mal ein bisschen an. Ah, genau. So, jetzt geht hier ums Eck. Ich habe was Interessantes gefunden. Etwas namens Bellwether. Ich weiß noch nicht viel darüber, aber der Name taucht bei meinen Recherchen zum Merlot-Job auf. Es scheint ein Code innerhalb des CTOS zu sein. Bellwether. Der Begriff wird meist für Zukunftsprognosen verwendet. Komischer Name für einen Code. Ich bin drin. Ja, offensichtlich. Lass den Scheiß. Ich hätte dich reinschicken sollen. Das war dein Fehler. Du solltest leiser sein. Wenn sie dich in eine Isolierzelle stecken, kriege ich dich nicht raus. Ich suche den Insassenplan. Und melde mich dann. Was habe ich denn alles? Ich hab natürlich nichts. Ich will wissen, was der da hinten macht. Ich wurde entdeckt dabei. Scheiße.
Der ist einfach nur dumm. So, ist er denn unten? Ja, ne? Schade, ich habe den Plan gefunden. Wo ist der Trainingshof? Ganz oben. Totale Scheiße. Ich glaube, die dürfen die anderen Cops nicht entdecken. Bitte sag mir nicht, dass der herkommt. Oder doch, sag mir, dass der herkommt und mir so richtig in die Falle läuft. Jetzt guckt er genau auf mich. Schön, dass er immer noch seinen Stock hat. Hallo, jetzt sind wir mal hier. Also habe ich das eine, aber nicht das andere. Jetzt so und so müsste das andere sein. Verwirrt mich jetzt ein bisschen. Weil kann doch niemals so sein, dass beide gleichzeitig aktiviert sind. Ah, natürlich bin ich blöd. Wenn ich mich nicht irre, hatte der Typ seinen eigenen Picasso im Gesicht. Hässlich wie die Nacht. Aber leicht zu erkennen. Er ist irgendwo hier oben. Also bist du Plan B. Und was sollen wir für ihn tun? Was immer es braucht, damit der Kerl redet. Alles klar? Benimm dich. Oh, Bullshit. Wir schießen sich doch nicht. Oh, Swing. Mann, die waren Familie, Mann. Ich glaub den Scheiß auch nicht. Das war eine gestellte Hinrichtung. Finde Raoul Lin so. Jo und so. Denk nicht mehr an diesen Kerl. Der ist nicht echt. Hallo. Und wie kriege ich dich jetzt vom Dach? Ich glaube, wir erlegen die netten Wachmänner schon. Wer will, dass ich verlegt werde? Wer seid ihr? Wo ist mein Anwalt? Wo gehen wir hin? Antwortet mir! Oh Mann, mir halt mal die das Papiere. Maul! Wo ist mein Anwalt? Wir bringen dich zu deinem Nein, Anwalt. Nicht. Nachdem wir mit dir Was fertig habt ihr sind. Ich geh nicht mit zurück. Halt dein scheiß Maul! Verdammt, ich muss ihn erreichen, bevor sie ihn töten. Also, das ist ein Problem. Die Wachen haben den Kerl geholt. Fuck, Keller, die sind im Keller. Hallo?
So, komm, machen wir jetzt. Anscheinend wird irgendeine echt krumme Sache von diesem Laden ausgeleitet. Sieh dich an, bringst Ordnung zurück ins Gefängnissystem. Die Tür steht offen und die Etage ist leer. Es wurde kein stiller Alarm ausgelöst, pass auf. Was wolltet ihr zwei kleinen Fische denn da im Stadion? Ohne uns ein Ding drehen? Denkt ihr, wir hätten keine Freunde da oben? Die wollen auch ihren Anteil. Nein! Ich sag's doch! Reingelegt! Lüg mich nicht an! Wir haben jetzt noch der Warm. Glaubst du, wir machen dich nicht kalt? Ich kann das nicht. Ich wollte mal. Ich schwöre. Bitte, ich schwöre. Und dein Kumpel? Was ist das? Noch kannst du dich entscheiden. Du hast keine Chance mehr! Rufe den Schuss, fuck you all! Wo bleibt die Verstärkung? So war das nicht gedacht! Auf die Seite, los! Hier die Flanken! Bewegung! Auf mich wird gerade geschossen! Ich hab Probleme! Sani! Geh wieder in Deckung! Aus der Schusslinie! Oh. Er ist verletzt! Oh Spaß, ich hab den irgendwie nicht erschießen können. Ich hab die ganze Zeit auf Schießen gedrückt, aber ich konnte nicht schießen. Und das war auch ein bisschen Dummheit, weil ich irgendwie nicht... Ich war richtig Ja. Doch. Bewegungsgelähmt. SG, ist die besser? Nee, die ist besser, definitiv. Oh. Ach, natürlich. Ich muss nochmal hacken. Was wolltet ihr zwei kleinen Fische denn da im Stadion? Ohne uns ein Ding drehen? Denkt ihr, wir hätten keine Freunde da oben? Die wollen auch ihren Anteil. Nein! Ich sag's doch! Das war kein Ding! Willst du wirklich im Leichensack nach Hause fahren? Seht euch vor! Schüsse! Los, du endlich aufmachen! Was ist los? Leg die Waffe weg und komm raus, damit ich dich sehen kann! Köpfe runter! Ich hab Probleme! Fuck! You are your little asses, fuck! Make me sick! Oh. Bleib dran, er ist verwundet! Geh wieder in Deckung! Ha! Ich brauch Verstärkung, jetzt! Weißt du was, ihr macht ja nicht mal das... Schüsse! Schüsse! Ich nehme mir die Waffe. Das ist nicht gut. Weil er nicht so geil war. Beamter verletzt! Ja. Man könnte sagen, ich habe mich ziemlich geraped. Hilfe! Irgendjemand! Ruhig. Du bist hier?
Wie bist du reingekommen? Es war eigentlich ganz einfach. Diese Hightech-Sicherheitsgefängnisse, die machen es einem echt leicht. Kennen wir uns? Was? Kennen wir uns? Nein. Ich hab dich nie gesehen, Mann. Mhm. Ja, das dachte ich mir. Also du sitzt hier 60 Tage. Bei guter Führung bist du in 30 draußen. Kannst du das lesen? 60 Jahre? Was tust du denn, Mann? Ich zeig dir eine alternative Zukunft. Falls du deine Geschichte unbedingt den Bullen erzählen willst oder einen Deal mit ihnen machst. Wir verstehen uns. Ich brauche eine Einheit in der Wäscherei. Wir haben den Kontakt verloren. Okay, bin dran. Jordi, erledigt. Fantastisch. Jetzt willst du schnell wieder da raus. Ich hab dir schon ein kleines Päckchen geschickt. Wohin? Oh, ich wirst sehen. Ich will sehen. Shit. Wo ist denn hier der Entriegler? Wo ist denn der Entriegler? Ich bin ehrlich gesagt entfernt von der. Ja, ich nehme mal die Goblin. Die geht auch in Feuerstößen oder was? Vollautomatisch. Automatisch. Wir haben ihn im Auge. Na komm, wir nehmen den BMW. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Eine Hochleistungspatrouille ist auf dem Weg zum Verdächtigen. Wir müssen ihn platt machen, ich fahre ihm in die Seite. Achtung! Halten Sie an! Ich wiederhole! Halten Sie an! Hält ihn ran! Hier spricht die Polizei. Shit, ich muss wissen, wie ich die abhänge. Ich weiß nicht wie und wo und wann. So, eigentlich schon mal die Wasserschollenbullen ab. Hier war die Stelle, ich wusste es. Wir haben ihn
dass er uns entkommt.